Thema heute Brownsche Molekularbewegung. Und zwar hatten wir eben Folgendes erarbeitet. Ich habe die Geschichte erzählt. Unter dem Mikroskop sah Mr. Brown, ein Wissenschaftler. Ich tue jetzt mal so, als wenn das der Mikroskopausschnitt wäre. Kleine schwarze Teilchen auf seinem Objektträger, die sich ziellos und hektisch hin und her bewegten. Ich mache jetzt mal Pfeile dran. Das kann man ja gar nicht so klein darstellen. Also in alle möglichen Richtungen. Und er maß der ganzen Sache eine ziemliche Bedeutung bei. Erst dachte er, es wären Lebewesen, aber war dann sicher, dass es Ascheteilchen waren. Also heute würde man Feinstaub sagen, die hektisch sich hin und her bewegten. Aber er war sich sicher, dass die nicht leben konnten. Asche lebt nicht. Und wir haben eben Folgendes erarbeitet. Das kann demzufolge nur folgenden Hintergrund haben. Wir haben nämlich noch einen Versuch gemacht. Und zwar habe ich in eine Ecke des Zimmers etwas Deo hineingesprüht, in eine Ecke des Schulraums. Und es dauerte eine ganze Weile, aber plötzlich roch man es auch auf verschiedenen Plätzen innerhalb des Zimmers. Obwohl ich eigentlich in die Ecke nur einen kurzen Sprühstoß gemacht habe, verbreitete sich der Duft. Und das hat ähnlichen Hintergrund. Und zwar, man müsste das jetzt hier alles ganz stark vergrößern. Und wir sprachen schon vorhin von Molekülen. Moleküle sind also zusammengeschlossene Atome, welche sich stets bewegen. Und jetzt kommt das Schöne. Wenn ich das hier vergrößere, dann müsste das so aussehen. Ich spinne jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein Wassermolekül, H2O. Sieht aus wie so ein Osterhase, ne? Hier sind die H-Atome, hier ist das O-Atom. Das wäre ein Wassermolekül, hier vielleicht noch eins und irgendwo in der Gegend noch eins. Und die bewegen sich stets hin und her. Und dieses Hin- und Herbewegen, das schubst die, wenn ich jetzt diese Ascheteilchen größer mache, das schubst diese Ascheteilchen auch hin und her, sodass die sich dann in irgendeine Richtung, je nachdem, wie sie gerade angestoßen werden, bewegen. Und das macht diese Brownsche Molekularbewegung aus. Das Gleiche haben wir in der Luft. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel mal ein Sauerstoffmolekül malen, mal ein bisschen sehr groß und hier noch eins und hier noch eins und hier noch eins und hier etwas von dem Duft, so ein, ich sage jetzt mal einfach Duftmolekül, dann wird das genauso angestoßen und hin und her geschubst. Das bewirkt aber im Endeffekt, und das war letzten Endes unser Mini-Versuch hier mit der Deodose, dass durch die Brownsche Molekularbewegung sich Konzentrationen ausgleichen. Ich nehme jetzt mal hier Fremdmoleküle, die hier in einen Raum reingebracht werden, mit lauter schon vorhandenen anderen Molekülen. Und dann wird Folgendes passieren. Nach einer gewissen Zeit hat die Brownsche Molekularbewegung Folgendes hervorgerufen. Ich habe überall gleich konzentriert, na, hoffentlich hört man das Klopfen nicht so, gleich konzentriert meine Fremdmoleküle, die vorher in einer Ecke waren, im ganzen Raum verteilt. Das ist der ganze Hintergrund. Das heißt, die Stoffe durchmischen sich durch die Brownsche Molekularbewegung. Das bis dahin. Wir machen nochmal Pause. Jetzt gibt es vielleicht noch ein paar Fragen zu klären. So, wir haben jetzt Folgendes herausgearbeitet, dass die Brownsche Molekularbewegung, ich habe das abgekürzt, bewirkt ein Durchmischen verschiedener Stoffe. Nochmal das Beispiel mit der Spraydose wäre typisch. Da sieht man es ganz deutlich. Es gibt dann noch andere Versuche, ich gehe gleich drauf ein. Und wir können uns grundsätzlich merken, die Molekularbewegung, die bewirkt auch, dass eine hohe Konzentration, Beispiel hier die roten Pünktchen, sich stets zu niederer Konzentration ausgleichen möchte. Umgekehrt geht es nicht. Ich schreibe das mal rot, aber nicht umgekehrt. So, das nicht. Noch einen Versuch. Ich skizziere mal Folgendes. Das kennen wir alle. Wir nehmen eine Kaffeetasse, füllen da Kaffee rein und dann tun wir ein Stück Würfelzucker rein. Rein damit. Und rühren nicht um. Und ich wette, einen Henkel brauchen wir noch, und ich wette, dass es nicht allzu lange dauern wird, obwohl wir nicht umrühren, dass man mindestens oben beim ersten Schluck, wenn man die Tasse also nicht weiter schüttelt, schon mal bemerkt, dass sich der Zucker auch
innerhalb der Tasse ausgeglichen hat. Der wird zu Anfang zwar hier runter sinken, dieses Zuckerstückchen, sich dann aber auflösen und die Zuckerteilchen werden sich im gesamten Kaffee verteilen. Und je länger man ihn stehen lässt, umso süßer wird es auch hier oben werden und irgendwann ist es komplett ausgeglichen. Also das ist das Gleiche. In Bio werdet ihr noch einen anderen Versuch machen, da werdet ihr durch Membranen hindurch sogar feststellen, dass das funktioniert. Noch ein anderes Beispiel. Wir nehmen mal in Gedanken ein Wasserglas. Kleinen Moment. Und in dieses Wasserglas füllen wir ganz einfach Wasser rein. So, lasst da Wasser drin sein. Und wir träufeln da mal ein paar Tropfen rote Tinte rein und lassen es stehen. Dann wird das auch passieren, dass wir diese Tropfen alsbald nicht mehr sehen, sondern dass sich das gesamte Wasser leicht rot gefärbt haben wird. Hier gibt es eine Frage. Gut, jetzt haben wir uns noch andere Möglichkeiten überlegt, wo die Brownsche Molekularbewegung noch zu beobachten ist. Ich denke mal, wir können an dieser Stelle erstmal das Video abschließen.